Es ist wieder soweit. Das Wasser ist aus, der Lastenesel muss ran. In Mexiko-Stadt haben viele kein Leitungswasser und staatliche Lieferungen erreichen sie nicht. Dann bleibt nur das Wasser selbst beschaffen. Nichts da, es gibt kein Wasser. Wenn Brunnen abgestellt oder Leitungen leergezapft sind, geht die Suche los. Ich hoffe, dass wir Wasser finden, denn ich habe keinen einzigen Tropfen mehr. Ich wohne ganz oben auf dem Hügel. Was sollen wir tun? Jetzt müssen wir suchen und schauen, ob es irgendwo Wasser gibt. Ein Viertel der 22 Millionen Einwohner von Mexiko-Stadt hat regelmäßig nicht genug Wasser. Der Grundwasserspiegel sinkt und durch marode Rohre geht mehr als ein Drittel des Leitungswassers verloren. Die Qualität ist schlecht. Wer es sich leisten kann, kauft Trinkwasser in Flaschen. In vielen Außenbezirken sind die Menschen auf staatliche Wasserlieferungen angewiesen. Manchmal müssen sie aber Tage oder gar Wochen warten, bis ein Wassertruck in ihre Straße kommt. Er hat eine Lösung dafür und steigt den Leuten aufs Dach. Enrique Lomnitz installiert mit seiner Initiative Isla Urbana Regenwassersammelanlagen. Todo lo que llueve aquí. Wenn es regnet, fließt das Wasser durch dieses kleine Rohr ab, nach unten. Von dort aus gelangt es in das System. Es fließt zuerst durch einen Filter und von da in die Tanks. Heute ist Enrique Lomnitz für ein Check-up im Norden von Mexiko-Stadt bei Rosa Soriana, die seit einiger Zeit Regenwasser sammelt. Ja, todo super bien, eh? Ja, no, ja, ja, ahí, ahí. Das gefilterte Regenwasser nutzt Rosa Soriana zum Kochen, Waschen, für die Toilettenspülung und mit Chlor versetzt auch zum Trinken. Wie hat es sich verändert verglichen mit früher? Wie läuft's mit dem Wasser? Es hat sich sehr verändert, seit wir das Sammelsystem haben. Das Wasser kommt hierher. Es füllt sich sehr schnell. Man muss es in die Zisterne pumpen. Die hat eine Kapazität von 1,5 Tanklastern. Also brauchen wir in der Regenzeit keine Wasserlieferungen zu bestellen. Dann sind alle Tanks voll. Seit 2009 hat die NGO schon mehr als 33.000 Anlagen aufgestellt und mehr als 600.000 Menschen mit sauberem Wasser versorgt. Bis zu 8 Monate im Jahr über die Regenzeit hinaus können sich Hausbewohner in Mexiko-Stadt so selbst versorgen. Bei Isla Urbana glauben sie, dass das Regenwassersammeln auch das Bewusstsein der Menschen verändern kann. Wir alle wissen, dass das Wasserproblem in Mexiko-Stadt nicht nur mit Regenwassernutzungssystemen gelöst werden kann. So viel braucht es ja gar nicht. Aber was wir brauchen, ist eine Wasserkultur, dass wir diese Verbindung zum Wasser wieder aufbauen. Denn wir wissen oft nicht mal mehr, wo unser Wasser herkommt. Dabei wird die Stadt in der Regenzeit regelmäßig überflutet, weil die Böden kaum Wasser durchlassen. In diesem Park passiert das nicht mehr. Durch dieses Gitter fließt das Wasser, das vom Berg kommt. Und dann gibt es Stufen, die nicht für die Menschen sind, sondern für das Wasser. Sie dienen dazu, die Geschwindigkeit des Wassers zu verlangsamen. Diese Terrassen stammen von der Architektin Loreta Castro. Ihre Vision, eine Schwammstadt, in der die Böden Wasser aufnehmen und in das Grundwasser weiterleiten können. Dieser Schotter heißt Tezontle und ist etwas Besonderes. Es ist ein Material von hier, vulkanischer Kies, der sehr porös ist. In den Terrassen sorgt er dafür, dass das Wasser schnell versickert und gespeichert wird. Hier ist ein 3 Meter tiefer Graben. Alles ist so geplant, dass das ablaufende Wasser an die Ränder gelangt und dort versickert. Mit ihrem Team baut Loreta Castro öffentliche Räume um, immer mit dem Wasser im Fokus. Dabei inspirieren sie Ideen aus aller Welt, aber auch indigene Techniken, etwa der Azteken, die Mexiko-Stadt vor 700 Jahren als schwimmende Stadt bauten.
Für uns ist klar, dass jeder öffentliche Raum in dieser Stadt auch ein Ort des Wassers sein muss. Wenn der Park vor Ihrem Haus oder der Platz in Ihrer Nachbarschaft zu einer großen Zisterne wird, um Regenwasser aufzufangen oder zu einem Ort, um Abwasser zu klären oder Wasser zurückzuhalten, dann könnte die Stadt viel besser funktionieren. Es braucht gute Ideen und politische Entscheidungen, damit wieder alle in der Megacity Zugang zu Wasser haben. Denn auch wenn man es im Zentrum nicht sieht, Experten sagen voraus, dass das Grundwasser in Mexiko-Stadt in 30 bis 50 Jahren komplett aufgebraucht sein könnte.